Hallihallo! Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Eigentlich gibt es wieder eins. Ich möchte diese Kiste auspacken. Ich habe sie natürlich schon ausgepackt. Es ist nicht die Glossy Box. Ich habe das Sunny, die Palette, Natasha Denona Bieber Palette abgekauft. Und dann habe ich mich entschieden, alles auszusortieren, weil ich arm geworden bin. Nein. Dann hat sie mir noch was Nettes mit reingepackt. Das ist das hier. Sieht echt nett aus. Ich bin mal gespannt. Ich möchte das Blush heute auch benutzen. Ich glaube, es wandert einfach weiter. Das packe ich irgendwo mit rein. Ich glaube, es ist nichts für mich. Keine Ahnung, ob ich das überhaupt ausprobieren soll. Ich denke nicht. Ich weiß nicht warum. Aber es macht irgendwie den Eindruck, dass es nicht wirklich hochwertig ist. Ich will dir, um Gottes Willen, Sunny Schatz, du weißt ganz, ah ja, hier, made in China, aber von der Textur her und von der Packung, na, es ist so Make-up Revolution. Das ist nichts so Vergleichbares gerade da. Und dann, ja, keine Ahnung, wandert einfach weiter, vielleicht hat jemand anderes. Freut er sich mehr drüber als ich. Die Kiste ist leer. Die Kiste war einiges wert. Geht wieder mal auf die Reise. Das ist dieses gute Schätzchen hier. Und wenn man sie anfängt, ich muss sagen, sie fühlt sich super schwer an. Ich habe total vergessen, wie schwer eigentlich die Paletten sind. Und dann kommen wir mal zu dem Inhalt. Halleluja. Ich musste natürlich schon swatchen. Ich konnte es mir nicht lassen, den hier zu swatchen, den schwarzen und den braunen hier, glaube ich. Oder den da drunter, den hier. Hammer. Hammer, Geschichte. Ich möchte, ja, Natasha Denona Palette. Eigentlich wollte ich mir keine zulegen, ihr wisst ja. Und Parfüm hat sie mir auch dabei gelegt. Super nett. Schatzi, du weißt, ich liebe Goodies. Ja. Es kommt da unten runter. Und dann würde ich auch sagen, wir fangen auch mit dem Augen-Make-up an. Weil, ihr wisst, Natasha Denona und ich, wir sind keine besten Freunde. Keine Ultra-Probleme. Wir fangen auch direkt an. Nach einer kurzen Pause geht es weiter. Zu Eva. Würdest du auch mal irgendwo hin den Fokus legen? Zu Eva Primer. Ich hoffe, ich kann so verbleiben. Und ihr seht nicht schon wieder meine Stirn. Ich weiß, viele Leute beklagen sich und dann denke ich mir, ja, Leute, was soll ich denn machen? Ich verstehe eure Sorgen, euer Kummer. Wie heißt der neue Track von Capital Bra und Loredana? Vergessen oder sowas? Keine Ahnung. Ah, nee, dann das ist doch nicht der wirklich. Oder nie verdient. Irgendwie sowas. Okay, ja, weil im Radio läuft gerade ein Lied und es. Genau, zu meinen Kindern. Ich bearbeite derzeitig also meine Videos ja nicht. Also bleiben die immer drinne. Und sollten die zu viel reden, dann reden sie halt zu viel. Aber lade ich dann entweder hoch. Oder ich lade es halt nicht hoch und lösche es wieder, weil es Mozzis gibt. Ich meine, wir sind jetzt gerade alle in einer noch schwierigeren Phase. Da bleibt halt nicht die Räumlichkeiten, um drüber nachzudenken, wo man das Kind hinpackt, nur um seine Videos zu drehen. Also ganz ehrlich, Leute, das ist ein Hobby. Ich zeige euch nur was, was mir gefällt, was ich benutze, wie es funktioniert, aber nicht um irgendwie, was weiß ich, meine Kinder wegzupacken. Ich mache super gerne Videos, wenn sie auch nicht da sind. Aber es gibt auch Sachen, die man einfach macht, wenn sie nicht da sind, gerne statt Videos. Das gibt es natürlich auch. Und jeder weiß, wenn er zwei Kinder hat und eine Bude wischen will. Ja, genau. Denkt mal drüber nach. Wenn dann jemand motzt. Ja, dein Sohn war wieder da und er hat so viel geredet. Ja. Okay, komm nimm mal auf meinen Kanal. Ich möchte auch gar nicht, dass solche Leute sich weiterhin auf meinem Kanal tummeln und dann so negative Energie verstreuen. Ganz ehrlich, guckst du dir dann. Ich weiß es nicht. Ich bin einfach zu
zu faul, um sowas zu schreiben. Ich würde niemals auf die Idee kommen, sowas Unnötiges. Gott, ich glaube, ich habe einen Sonnenbrand auf der Nase. Seht ihr das? Sowas Unnötiges, jemanden in die Kommentarbox. Da könnte ich mich schon wieder aufbuschen und aufregen, weil ich es unnötig finde. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, finde ich echt unnötig. Ich hatte gestern schon das Gefühl, ich habe einen Sonnenbrand auf der Nase. Aber hatte ja Lichtschutzfaktor drauf, aber so wenig. Zwar 50er, aber wenig. Weil unter Make-up 3 Liter Sonnenschutz. Ja, ich wollte mal gucken, wann irgendwann auch in die. Also ich habe heute geträumt, unser kompletter Kühlschrank war leer. Also es ist jetzt keine Horrorvorstellung von mir, weil man kann ja immer wieder einkaufen gehen, aber um ehrlich zu sein, ist das Einkaufen derzeit eine Horrorvorstellung für mich. Ich kriege da einfach unter diesen Scheißmasken keine Luft. Ich weiß auch nicht, was es nach 5 Monaten der Epidemie bringen soll. In Fastnacht hat sich wahrscheinlich jeder eh angesteckt. So, meine Lieben. Primer ist drauf. Ich komme zum Palette. Ich finde, die Palette an sich ist schon hochwertig. Ja, also man merkt schon, dass es viel Gewicht hat. Aber ich muss mal gucken. Ich wollte eigentlich eine neutrale, also hier ist eine kühle, dann eine warme da oben. Und das soll neutral sein. Ich weiß nicht, ich finde alles warm irgendwie. Gut. Das ist ein Ton, den ich nicht so gerne mag. Diesen Ockerton. Ich weiß nicht, ich bin nicht so der Fan davon. Wir fangen aber hier an. Mit dem hier. Und den platziere ich mal unter meinen, also in meine Lidfalte mal direkt und oben drüber. Der hat ganz schön Wumms, ne? Freckles oder sowas heißt er. Also, ich glaube, irgendwas soll das mit. Man könnte damit Sommersprossen machen. Ich habe ja super viele Sommersprossen wieder bekommen. Ich mache auch nachher noch Lichtschutzfaktor drauf, weil ich hier so einen hässlichen Pigmentrand kriege. Derzeitig. Ich weiß nicht genau. Genau, bei der Krankenkasse wollte ich was unbedingt einreichen, und zwar die Zahnspange meiner Tochter Englisch. Da war so, oh, nee, ich habe keinen Bock da mehr hinzugehen, um ehrlich zu sein. Sowas Besserwisserisches. Und ich bin nun kein Arzt und ich möchte auch keiner sein, ja. Also da stelle ich mich bestimmt nicht mit den Ärzten auf eine Ebene und auch das Wissen und sowas nicht. Aber wenn jemand sagt, ja, andere Eltern können ihren Kindern auch eine Zeit, weil ich habe gesagt, 7.000 € für eine Zahnspange ist ganz schön heftig. Und Eigenanteil, abgesehen von der Krankenkasse, was die zahlt, muss man noch 3.500 €. Ja, das ist, also es gibt Unterschiede. Es gibt einfach Unterschiede. Und ich war es einfach nicht bereit, so viel, weil ich kenne von meiner Freundin, sie muss nur 200 zuzahlen. Wisst ihr, was ich meine? Dann sehe ich halt nicht ein, so viel zu bezahlen. Ist halt so. Will ich nicht. Muss auch nicht sein. So. Dann haben wir sowas Ähnliches hier geschaffen. Und dann möchte ich auf jeden Fall jetzt erstmal so verdunkeln. Ich möchte auch ein bisschen hier den Übergang ein bisschen besser schaffen. Also ich tust ist dieses. Gehe ich so mal so ein bisschen über den Übergang. So. Ich muss sagen, ich habe gleich geliebäugelt mit der Palette.
Es ist ja nicht so, dass man sich nichts gönnen möchte, aber irgendwann ist dann auch mal gut. Man hat einfach alles so viel. Deswegen musste ich mich erst trennen. Und ich habe es auch echt geschafft. Erst trennen und dann Neues anschaffen, ja? So. Ich benutze jetzt hier den wunderschönen Dunkelbraun. Die sind pudrig. Doch finde ich sie so pudrig cremig. Die haben ja auch diese komische Latex-Textur oder sowas, das Schwarz zum Beispiel. Wenn man da reingeht, fühlt sich das etwas nass an, finde ich. Also so. Deswegen kann man das auch ins Unendliche, glaube ich, verblenden. Also wirklich so fast ins Nichts dann, aber ob ich das nun möchte oder nicht. So, sowas in der Art. Und dann könnte man so einen kleineren Pinsel nehmen oder irgendwas. In der Art, jetzt möchte ich erstmal was aufs Lid packen. Ich muss sagen, so ein bisschen Brösel. Ich muss aber auch sagen, ich habe eine sehr mega, ich habe so einen Lappen, eine mega beppige Basis derzeitig. Das ist. Schwarz ist so schlecht abzukriegen, weil das sich so in die Poren frisst. Ne? Ja, egal. Ich nehme Monroe. Monroe. Ich denke, dass ich damit auch mehrere Looks mache. Wenn man mal Ralla-Looks. Was denn? Weil ich finde 120 Euro schon ein Wort. Weil das Honey war. Wisst ihr, war es natürlich nicht ganz so teuer und weil sie halt schon gebraucht war. Aber ich meine, war trotzdem teuer. Also für eine Palette war das natürlich trotzdem teuer. Und auf die Schnelle. Schaut mal, also es schimmert wirklich schön. Ich finde aber, ich muss mal selber kurz gucken, ich finde nicht, dass es so intensiv gerade schimmert, wie ich es mir vorgestellt habe irgendwie. Ach ja, ich benutze nochmal das Braun mit einem anderen Pinsel, also das helle Braun. Verwisch so ein bisschen. Und dann gehe ich nochmal hier. Es gibt hier einen schimmernden Ton, das ist der hellste. Dann kommt hier so ein etwas wärmerer, finde ich sogar. Und den packe ich auch hier einfach mal hin. Also ich weiß nicht, was man sonst so machen kann. Na, was? Man kann das Schwarz nehmen. Und sich hier so ein bisschen am Wimpernkranz. Also, das würde ich auch machen, bevor man Foundation gemacht hat, um ehrlich zu sein. Oder sich einen Lappen davor legen oder irgendwas. Weil man kommt an die Wimpern an und dann geht halt vieles verloren. Dann brauche ich mir auch keinen Lidstrich heute zu ziehen. Ich brauche aber auf jeden Fall meinen schwarzen Balken dort. Eigentlich will ich immer nur so einen dezenten schwarzen Balken, aber es kommt dann immer so ein schwarzer, extremer Balken. Genau. Das wäre auch mein erster Look mit der First Impression, sagen wir mal. Wenn ihr wollt, mache ich jetzt gerade einfach noch mein Gesicht mit euch zu Ende. Also wenn ihr dranbleiben wollt,
das wäre mein Look. Ich muss mal gucken, wie das so im... Ja, aber wisst ihr, was mir nicht gefällt? Ich finde, ich bräuchte so diesen Morphe-Pinsel nochmal im 514. Ich finde den super klein. Also im Gegensatz zum... Das ist der Sigma. Im Morphe M518. Seht ihr, dass da ist so um die ein Drittel kleiner. Vielleicht sieht man das auch nicht so gut. Und fluffiger oben dran. Ich gehe jetzt nochmal in das Dunkelbraun, was ich vorher benutzt habe. Gehe da so rein und puschel mir das hinten so. Das hätte ich vorher machen sollen, bevor ich natürlich das Schwarz jetzt auftrage und das alles hier irgendwie... Ja, ich glaube, das ist so okay jetzt. Ja. Ist eine First Impression. Muss nicht unbedingt funktionieren. So, jetzt wische ich mir natürlich den ganzen Kram ab. Ich finde nach wie vor die Palette einfach großartig und wunderschön. Mir hätte das mehr gefallen, wenn es eben so eine wie die Goldpalette war. So ein Update. Was ich noch an Paletten besitze, kann ich euch gerne mal im Juli machen. Ich denke, das wird ganz interessant, was so in dem halben Jahr sich alles getan hat und weggekommen ist. Ich habe jetzt auch alles, ich habe es nicht mal geschafft, ne? Also es ging alles so rucki-zucki. Ja, genau. Okay, wir fangen an. Ich brauche Lichtschutzfaktor, hatte ich euch ja vorher schon gesagt. Wo habe ich es jetzt hin? Ich finde meinen Lichtschutzfaktor nicht. Es gibt es einfach nicht. Das gibt es doch einfach nicht. Was ist das denn für eine Welt jetzt? Wo ist mein Sinnschutz? Ja, dann geht es halt ohne weiter. Ich benutze dann ein Trended Up Primer, weil ich brauche irgendwas Flutschiges auf meinem Gesicht. Ich habe das Gefühl, dass das wirklich was macht. Also es hinterlässt ein super weiches Hautbild und ich mag das wirklich gerne. Also ich brauche das gerne auf. Ich habe super trockene Haut gehabt und da war das wirklich hilfreich, dieses... Das ist schon fast ölig, so, obwohl ich auch eine speckige Haut habe. Das habe ich natürlich nicht im Stirnbereich aufgegeben. Und dann habe ich noch eine unreine Haut. Also ich habe gerade alles, was man nicht haben möchte, habe ich dazu gewonnen. Ja, so. Im Gesamtbild sieht das natürlich etwas verwirrend aus. Aber das wird jetzt alles noch. Genau, ich habe jetzt auch noch ein bisschen Balsam auf meine Lippen aufgetragen, weil die auch super trocken ist. Also ich hätte schon gerne Sonnenschutz gehabt. Ich hole mal kurz Sonnenschutz. Ja. So, wie ihr seht, glänze ich ein bisschen wie eine Speckmaus. Das lasse ich jetzt auch erstmal einziehen. Also es ist immer so ein bisschen, es dauert. Ich weiß auch nicht, ob es besser war. Weil ich gerade den Sonnenschutz meiner Kinder benutzt habe für das, was ich für den Körper benutze für die. War das jetzt sinnvoll? Aber ich könnte mir vorstellen, dass es zu fettig einfach ist. Ich würde tatsächlich dann noch mit einem Papiertuch das abtupfen, diesen überschüssigen Fett. Würde das jetzt einfach mal 5 Minuten einwirken lassen und dann einfach schauen, was passiert. Dann komme ich nochmal zurück. Ich wollte euch aber das Ergebnis mal zeigen mit Sonnenschutz. Und wie unruhig einfach die Haut wirkt, ne? Da brauche ich schon auf jeden Fall zumindest einen Pumpstoß fürs ganze Gesicht, damit es nicht mehr so unruhig wirkt. Und die Stirn hat auch was abgekriegt. Ja. So, egal.
Ich habe jetzt nicht so die Zeit und auch die Lust. Ich muss auch anderen Kram erledigen. Ich benutze die Perfect Match. Die ist in meinem Projekt und die benutze ich gerne. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sie benutze, weil sie in meinem Projekt ist, sondern weil ich sie auch gerne benutze. Aber auch weil sie in meinem Projekt ist. dicker Brummer. Ich verteile das alles erstmal mit meinem Pinsel. Und ich hoffe nicht, dass ich so grünlich bin. Ich weiß es nicht. Und das, was ich jetzt schon verteilt habe, versuche ich jetzt auch wieder zu verteilen. Und zwar versuche ich immer schnell zu arbeiten, weil diese Foundation sehr, sehr dünn ist. Man sieht trotzdem so schwarze Dinger da. Und auch hier so ein bisschen minimal. Gestern hat man nämlich gar nicht gesehen auf der Stirn, dass ich überhaupt Make-up habe. Und das fand ich sehr, sehr angenehm. Also man muss nicht unbedingt sehen, dass man geschminkt ist. Kann auch mal ruhig sehr natürlich sein. Auf den Augen ist es mir dann doch wichtig. So. So, Dilly. Ja, ich würde tatsächlich meine Nase tatsächlich so ein bisschen Foundation auf so einen kleineren Pinsel auftragen und hier ein bisschen versuchen, mehr drauf zu machen. Ich hatte damals Fernschule gemacht und jetzt aktuell die Situation für die Kinder ist wie Fernschule. Es ist echt ätzend. Und zum Kotzen. Ich habe auch gesagt, ich würde lieber damals in die Schule gehen wollen, statt alleine jeden Tag für sich zu lernen. Wie ätzend muss es sein, ja? Da habe ich doch lieber einen Klassenkamerad. Nee, ging nicht. Es ging nicht mehr, weil ich so viel geschwänzt hatte, dass ich einfach den Stoff nicht mehr hatte und hätte eigentlich rein theoretisch mit 13, 14 wieder in die 5. Klasse gemüsst oder sogar mit 15, nee, 14. Oder 15, ich weiß es nicht mehr, keine Ahnung. Ich glaube, 2 Jahre habe ich die Fernschule gemacht. Ganze Stoff nachholen. Hab nur einen Hauptschulabschluss, auch keinen guten. Ist mir auch wurscht. Um ehrlich zu sein, war diese schulische mir noch nie wichtig, muss ich ehrlich sagen. Es war irgendwie, ja, ich war froh, dass ich es geschafft habe. Wisst ihr, was ich meine? Ich war froh, meine Jugend war nicht gerade einfach. Und ich war froh, dass ich es einfach hinter mir hatte. Wirklich froh. Wirklich, ich habe wirklich fast geweint, weil ich so glücklich war, dass ich es hinter mir hatte. Ich sette mal ein bisschen meine Birne hier mit so einem transparenten Puder. Also meine T-Zone und meine Augenbrauen tue ich mit dem transparenten Puder abpudern. Und der Rest vom Fest. Also hier noch. Und der Rest vom Fest, meine Lieben. Dann nehme ich dieses gut riechende Puder und macht das mal hier so im Wangenbereich. Ich muss sagen, es ist nicht, ich bin nicht so begeistert, aber ich glaube, das gibt mir auch Unterlagerung, weil das relativ silikonartig ist. Ich versuche es nicht jeden Tag zu benutzen, aber es bleibt fast nicht aus. Hier so ein bisschen würde ich noch ein wenig Nachhilfe mit der Taschenrechner nur noch, weil das so abgekattet da unten aussieht. Und da benutze ich Cocoa, nee, Buff. Da benutze ich so ein bisschen etwas. Pascha ist auch wunderschöne Farbe hier so. Wisst ihr, was ich meine? Dass ich einfach das noch so mal hier von hinten nach ein bisschen vorne ziehe. Weil ich finde, dieses Rötliche, was einfach im Lidschatten drin ist, einfach diese grünen Augen ein bisschen umrahmt. Hier sieht es zwar so aus, als hätte ich gar nicht rumgeblendet, was ich aber habe wie eine Blöde. Hier. Sieht einfach so hart aus, gell? Ist aber super verblendet hier oben. Also es sieht echt nur in der Kamera so aus. Naja, that's life halt. Aber ich bin auch ready.
Und ich kann auch nicht Leute nachvollziehen, die so einen großen Pinsel für da unten benutzen. Für mich ist das, es zieht mir einfach viel zu viel runter und ich wirke noch trauriger. Also schaut da mal, falls euch das nicht so gefällt und das nichts für euch ist, dann benutzt man einen anderen Pinsel. Vielleicht mal so ein Pencilbrush oder sowas, dann seid ihr einfach präziser unterwegs. Weil ich habe das eine Zeit lang auch gemacht und habe dann irgendwie gemerkt, hä? Irgendwie, ich sehe komisch aus. Und ja, ich sah tatsächlich komisch aus. Ich bin endlich durch mit meinem anderen Bronzer hier. Ich mache beim Butterbronzer wieder weiter. Heute wollte ich die Pakete loswerden. Bin super gespannt. Ja, irgendwie wirklich sehr, sehr hell und sehr matt. Dann möchte ich Blusher ausprobieren. Ich möchte den neuen Blush gar nicht ausprobieren, der geht direkt weiter. Er gefällt mir einfach nicht. Und ich weiß, dass ich das sagen darf bei der Sunny. Deswegen macht mir das auch nichts aus. Und ich hasse das auch, wenn ich mich immer verstellen müsste bei Leuten, um zu sagen, ja, nein, das gefällt mir. Wow, und dann verscherbel ich das heimlich bei eBay. Dann habe ich lieber Leute, die es wirklich ehrlich meinen und ernst meinen. Ich probiere jetzt mal was aus. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist. Na doch. Es geht mit dem Blush. Man sollte nur nicht übertreiben. Ja, genau, ich kann mir einen anderen Blush widmen. Biene Maja, warum muss sie jetzt unbedingt ins Schlafzimmer von meinem Sohn? Oder ins Zimmer von meinem Sohn? Ja. Genau, das. Ich, ein Highlighter. Ich möchte mal wieder eine Weile den Mary Luminizer benutzen, um zu schauen, ob ich den wirklich mag. Aber ich glaube, ich mag ihn, weil er ist wirklich ein helles, also für helle Häutchen. Für den Sommer ist er mir wahrscheinlich zu hell. Aber jetzt aktuell passt er halt noch und dann wird er halt benutzt. Und vor allen Dingen der Blush ist eh noch so. So, jetzt kommen auch die Augen dran. Meine Güte, wie oft kann man um den... Warum? Genau, geh mal in den Kleiderschrank. Und check mal da ab. Wisst ihr, ich hasse es einfach. Das ist etwas, was ich echt hasse. An der Lampe. Sie ist sich jetzt abgesetzt. So. So, ihr Lieben, ich bin auch tatsächlich eigentlich mal fertig geworden. Was ich noch machen könnte, ist ein bisschen Lippi auftragen. Und da kann ich mir auch sowas gut vorstellen. Sowas. Ja, wir kommen mal zum Augen-Make-up. Ich muss sagen, er gefällt mir wirklich gut. Aber das kriegt man auch mit einer Essence-Palette hin. Ist jetzt nichts Besonderes, was ich da gemacht habe. Echt nicht. Urban Decay. Ohne Lip Liner. Ich wage es ja ohne Lip Liner. Urban Decay in Violette, meine ich. Oder so ein Cream. Ich mag eigentlich die Cream-Ding. Ich muss nicht immer alles matt und todesmatt. Schon mal gar nicht. Dann bin ich ja dabei, dieses Fixierungsspray leer zu machen. Und es schadet mir nicht, mal drin zu baden. Genau, das war's schon. So sieht mein Look für heute aus. Ich denke, das ist doch schön. Schön ertragbar. Ein ganz, ganz schlichter, vor allen Dingen am Wimpernkranz mag ich das sehr. Dass man so... Ja, das war's. Ich wünsche euch was und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn ich mit einer Tasche oder nur noch was mache oder was anderes. Ciao, Ikowski.